Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier wieder bei Hurtful Dyke. Heute bei unserer ersten Folge von Let's Play Train Simulator 2000, 1900, 1800. Ich habe keine Ahnung. Dazu müsste ich erst nochmal in den Informations nachgucken. Ich habe das Spiel jetzt schon gestartet. Wir fahren mit genau diesem Train hier. Wir fahren mit dem. Wisst ihr was? Ich beende das jetzt gleich mal. Und wir starten das Ganze neu. Wir gehen mal hier auf Optionen, weil mir die Lautstärke etwas zu hoch ist. Und ich finde das besser. Ja, das kann man schon lassen. Textur stillt, Beschriftung, gesprochen, Text. Nein, 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 nein. So, jetzt ist es vielleicht alles leiser. So, und jetzt beginnen wir die Aufgabe neu. Wir haben einen sehr langen Zug mit 23 Kesselwaggons. Den müssen wir sicher an sein Ziel bringen. Wir fahren eine Diesellok. Ich zeige die euch gleich mal von außen. Ja, ist schon ein bisschen leiser. Das ist schon besser so. Jetzt lösen wir erstmal die Bremse. Das mache ich hier mit Ö. Runter auf 0. Ausgelöst. So, jetzt. Schauen wir erstmal. Halt. So. Jetzt müssen wir erstmal nach vorwärts. So, und jetzt geben wir erstmal Gas hier. 12 müsste passen. Gut. Lokbremse ist aus. Die Lichter schalten wir an. Auf Dim. Das sieht man hier. Headlights, Dim. So, wir haben jetzt hier das Limit von 40 Meilen pro Hour. Erwartet sind nach jetziger Gasstellung, ja, das ist zu wenig. 27, 28, das stellt sich jetzt gleich von selber ein. So, mit der Taste 2 richten wir jetzt hier die Kamera aus. Und man sieht ja, es geht recht weit nach hinten. Es ist dunkel da. Hier brennt unser Licht. Und der nächste Bahnhof. Schauen wir doch mal. Nein, das sind unsere Waggons. Damit kann man die Weichen einstellen. Hier, der nächste Bahnhof ist Spotted Rope um 7:24 Uhr. Wir haben jetzt 7:11 Uhr. Und wir werden doch uns dort mal hinbegeben. Mit unglaublicher grafischer Qualität und einer Geschwindigkeit, wie ihr sie noch nicht erlebt habt. Aber okay. Ganz ehrlich gesagt, das Spiel macht schon Spaß. Wenn da jemand mal einen HQ-Mod für mich hätte, wäre es echt nicht schlecht. Okay, hier geht's mit der BNSF. Hört sich ein bisschen radikal an. Aber gut, man sieht, unsere Waggons enden erst da hinten. So, und jetzt geht's erstmal die nächsten. Fuck, wie dann das jetzt? Hier, die nächsten 4,9 Meilen bis zum nächsten Bahnhof. Da müssen wir hin. Und wir sitzen uns mal wieder ins Cockpit. Können wir natürlich auch so rüber gucken. So, eigentlich ist die Lok ja recht breit. So, da würde jetzt, hier würde jetzt ja eigentlich irgend so ein anderer Heini hocken und hier irgendwas rumdrehen und da rumregeln und sich im Spiegel angucken und ein bisschen hier die Landschaft genießen. Ey, und sogar ein Kühlschrank. Ich denke, das ist ein Kühlschrank. Ja, das sind dann die Dosenbier drin und die Hamburger. So, jetzt geht's erstmal mit rasender Geschwindigkeit hier in diese Weiche rein. Was ich auch ganz witzig finde irgendwie. Das ist übrigens die Dynamic Camera. Ja, sowas gab's schon länger. Sehr dynamisch. Hier sehen wir das Ende unseres Güterzugs. Und während wir vorne, warte mal, so, hier sind wir drüber, hier sind wir noch da, hier sind wir hier. Das sind Tiere, seht ihr die? Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht überfahren oder so. Ist auch muckseleise, ne? Ja, man hört die Grillen zirren. Das sind die Rehe. Setzen wir uns wieder ins gemütliche Cockpit. Wir haben jetzt aktuell 39 mph.
Und so cruisen wir jetzt mal vor uns her. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen vom Gas gehen hier. Oh ne, warte, ich kann sogar bleiben. Lecker Schmecker. Tut mir sehr leid, was ich jetzt gerade getan habe. Bam. Was das ist, braucht ihr mich nicht fragen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Geschwindigkeitsbegrenzung steht hier bei 74, was ja nicht stimmt, sondern bei 40. Ja. Da sind schon wieder Tiere, die hupen wir jetzt an. Ist das nicht schön? Ey, ist unser Signal hier gerade gelb, rot? Keine Ahnung, ich fahr mal durch. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Die Signale habe ich nämlich nicht gelernt. Aber wir fahren da jetzt gerade rein, also denke ich mal, das wird schon einen Grund haben. Die sagen einem auch nicht viel. So, ja, in Teil 2 und 3 werde ich euch zeigen, was man mit diesem Simulator hier noch so alles Unglaubliches anstellen kann. Ja, Dike Gaming geht zugrunde. Ja. Jedenfalls müssen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr Dampf drauf geben. Da ich gerade gemerkt habe, dass wir irgendwie an Geschwindigkeit nachlassen, das ist natürlich nicht gut. Wir nähern uns an ein Signal, das sieht man hier, das ist noch 2,5 Meilen entfernt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, da man es erst in 2,5 Meilen sieht und dann erst bremsen kann. Bei einem geschätzten Bremsweg von 1 Kilometer wird das natürlich blöd. Aber okay. Der nächste Bahnhof ist immer noch jetzt 2,8 Meilen entfernt. Wir bewegen uns immer noch mit einer Minimalsgeschwindigkeit vorwärts. Warum sinkt denn unsere Geschwindigkeit hier? Was soll das? Leute, der Zeiger muss hier stehen, ja? Circa. Und nicht da. Das geht ja gar nicht. Die Leistung geht auch runter, sehe ich gerade. Die lässt immer nach. Dann geben wir jetzt hier mal Vollstoff. Was ist denn los, Mädels? Geht's bergauf oder was? Es sieht fast so aus, als würde er wirklich beschleunigen, aber ich bin jetzt auf Vollgas, Kombihebel 100. Aber es sieht wirklich so aus, als würde es leicht bergauf gehen. Ja, die Drehzahl sinkt schon wieder. Aber trotzdem gewinnen wir an Geschwindigkeit. Das ist doch gut. Wir haben jetzt trotz Vollgas eine erwartete Geschwindigkeit. Das ist auch witzig. Sieht, eigentlich müssten wir da jetzt reinfahren. Aber nein, tun wir nicht. Haben wir wieder Tiere. Dass die uns ja nicht reinlaufen oder so. Wäre ja tragisch. Was haben wir jetzt hier? Ist jetzt hier die Geschwindigkeit begrenzt oder? Ach, ist mir ja auch egal. Hier, 88%, ja, egal, witzig. Das ist jetzt auch nicht so. Was zeigt uns die Tafel hier an? Keine Ahnung. Ja, ich sehe schon.